Gitarrenfunk, Podcast für akustische Gitarrenmusik. Willkommen beim Gitarrenfunk. Heute stelle ich euch ein besonderes Klassikalbum vor. Heike Mathiesen präsentiert weitere Aufnahmen von Gitarristinnen des frühen 19. Jahrhunderts. Als besonderes Highlight dieses Podcastes hört ihr sie selbst in einer Welturaufführung auf dem Originalinstrument von Madame Sidney Pretten. Bei einer Diva haben wir es im Wortsinn mit einer Göttlichen zu tun. Manchmal auch gepaart mit selbstbewusster Überheblichkeit. Eine gefeierte, einzigartige und bewunderte Künstlerin. Genau das gab es in der Zeit der Gitarristinnen, die Heike Mathiesen mit diesem neuen Album vorstellt, allerdings selten. In der Zeit der Gitarromanie im frühen 19. Jahrhundert wurden Frauen zwar im Instrument ausgebildet und durften auch öffentlich spielen. Schluss war damit allerdings in der Regel ab dem Zeitpunkt der Eheschließung. Bei Kinder, Küche, Kirche war nun mal kein G für Gitarre dabei. Ausnahmen gab es lediglich für Frauen, die mit Musikern verheiratet waren. Im Familienunternehmen war Musik erlaubt. Heike Mathiesen engagiert sich seit Jahren für die Entdeckung der Musik, die Frauen komponiert haben. Ihre CD Guitar Ladies war ihr schon ein Herzensanliegen, deren Erfolg für sie überraschend kam. Nun führt sie ihre musikalische Arbeit mit dem im Mai 23 erschienenen Album Guitar Divas fort. Wir begegnen der tatsächlich schon etwas bekannteren Madame Sidney Pretten und der von ihrem Vater Mauro Giuliani ausgebildeten Emilia Giuliani. Mauro Giuliani war auch einer der Lehrer von Anne Emmerich, über die sonst wenig bekannt ist. Ein Star in Amerika war die in Madrid geborene Maria Dolores de Goni. Dennoch sind wenig Kompositionen von ihr überliefert. Der Zugang zum Verlagswesen, damals sehr wichtig, war für Frauen an der Gitarre fast unüberwindbar. Als eine spannende Schatzsuche beschreibt Mathiesen ihre Arbeit. Und tatsächlich enthält das Album echte Perlen klassischer Gitarrenmusik. Allein für die Arbeit, diese Musik wiederzuentdecken und öffentlich zu machen, hätte Mathiesen einen Orden verdient. Magisch wird diese Forschungsarbeit aber durch die musikalischen Interpretationen durch die Forscherin. Dass sie zu den Kompositionen einen besonderen persönlichen Zugang hat, hört man ihrem Spiel an. So gelingt es ihr, in die gefälligen Stücke klassischer Leichtigkeit und Lebensfreude auch Tiefe hörbar zu machen. Heike Mathiesen geht mit ihrer Krebserkrankung offen um. Sicher verändert eine solche Erkrankung Mensch und Musik. Sie sagt, wenn man jedes Konzert spielt, als ob's das letzte wäre, verändert sich die Musik unglaublich. Ich habe mich bewusst mit dieser schönen Musik umgeben und möchte die gewachsene Lebensfreude und Tiefe in die Musik zurückgeben. Ein in mehrfacher Hinsicht besonderes Album mit neu entdeckter Gitarrenmusik, meisterhaft interpretiert. Ich freue mich sehr, dass meine Gitar-Divas im Gitarrenblog besprochen werden und habe etwas ganz Besonderes für euch aufgenommen. Ein kleines Stück von Queen Mab auf der Gitarre von Katharina Pretten herself. Also ihre persönliche Gitarre, die hatte ich leider zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber ich werde sie demnächst auch in Videos dokumentieren. Aber hier eine Weltersteinspielung auf Madame Sidney Prettens Gitarre. Auf der Webseite gitarre.blog findet ihr den Text nochmal zum Nachlesen, auch mit Link zur Homepage von Heike Mathiesen. Und ihr könnt dort ein Video sehen, wo sie selbst über ihr Album spricht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Kornherr.